Wenn Sie mit einem Account Ihre Einkäufe machen, irgendwie mit Ihren Freunden interagieren und sonst irgendwie wo rumbrowsen, dann kann fast jeder ein relativ umfassendes Bild von Ihnen, ein Modell von Ihnen erstellen. Wenn man das vielleicht nicht möchte, dann sollte man halt versuchen, die Tätigkeiten im Internet irgendwie ein bisschen zu trennen. Also wenn man einkauft, nimmt man vielleicht den unter einem Account und einem Profil, einem Browser und dann irgendwie mit Freunden interagieren, vielleicht mit einem anderen Account, Cookies löschen, solche Sachen. Andererseits, ich weiß nicht, viele Leute wollen das wahrscheinlich gar nicht. Ich meine, viele Leute teilen ja, wenn die was gerade frisch neu gekauft haben, dann wird das auf Facebook geteilt. Ich meine, dann ist klar, dass da natürlich unglaublich viele Informationen vorhanden sind, die verknüpft werden können und die ein relativ detailliertes Modell von jedem Nutzer da eigentlich erstellen können.